Also das Ding ist, mein Thema kann grundsätzlich sehr schnell abgehandelt werden. Das hängt so ein bisschen von euch ab, weil ich da irgendwie ein bisschen vorhabe, eher mich zurückzuhalten. Und zwar ist es ja so, ich habe grundsätzlich zwei Ziele auf dieser Plattform YouTube. Zum einen möchte ich Content machen, der mich selber erfüllt, der mich selber glücklich macht, ohne irgendwie darauf zu achten, ob das irgendwie populär ist oder sonst was, weil ich das Gefühl habe, wenn ich diese Videos nicht mache, macht es kein anderer. Zum anderen aber ist in mir auch dieser Anspruch, dass ich ein Revoluzer sein möchte. Ich möchte etwas machen, was noch keiner sonst so in dieser Form dargeboten hat. Und gestern Nacht, also Leute, die das jetzt nicht nachempfinden können, heute ist jetzt der 25. Februar. Gestern Nacht gab es diese Crunchyroll Awards und das hat mich unglaublich gestört. Also, es hat nicht gestört. Ich hatte ein unglaubliches. Es ist auch nicht Neid so in negativer Hinsicht, aber ich habe so ein Bild gesehen von Super Eyepatch Wolf, wie er sich fein gemacht hat, um auf den Awards aufzutreten. Und ich dachte mir, fuck, so, also ich gönne es ihm auf jeden Fall, weil ich den Typen wirklich mag. Aber fuck, warum haben wir sowas nicht in Deutschland? Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, ich weiß, wie Crunchyroll Deutschland eigentlich fungiert. So, von den Lappen erwarte ich gar nichts. Und dachte mir so, ey, ich will eigene Awardshows hier produzieren. Hier auf Unlimited Ammo, eigene Anime-Film-Awardshows. Aber das Ding ist, ich bin jemand. Ich stelle mir immer große Pläne, aber ich denke nie über die Konsequenzen nach. Ich denke nie darüber nach, wie das logistisch ablaufen würde, welche Faktoren ich auf jeden Fall gerade übersehe und frage euch und vor allem auch die Zuhörer, damit wir auch ein bisschen hier Zuschauerinteraktion haben, was wäre nötig, damit wir wirklich eine halbwegs solide Awardshow auf die Beine stellen können? Also für andere YouTuber oder für... Nein, nein, für Anime, für Anime. Filme oder okay, so. Okay. Bleiben wir mal bei Anime für sake of argument so. Okay. Was braucht eine Awardshow? Geld. Nein, 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 nein. Okay, ist klar, wir können uns keine Lagerhalle leisten, aber innerhalb unserer Möglichkeiten. Allein schon, du musst es halt. Du brauchst eben das Geld, du musst dafür die ganze PR machen, Leute müssen darüber wissen. Es muss eben seriös und teuer wirken, damit es eben auch als irgendwas rüberkommt, was Leute dann irgendwie ernst nehmen. Also ich meine, klar, du kannst es jetzt auf der einen Seite halt auch sagen, okay, wir machen unser lustiges, kleines Ding und versuchen damit so ein bisschen das Publikum abzugreifen, dass man dann sagt, ja, okay, vielleicht gucken es halt nur 200 Leute, aber dafür haben die Leute eben eine richtige Awardshow geboten bekommen und jetzt auch nicht, ich meine, bei Videospielen ist es ja genauso, dann hast du halt diese fetten Game Awards, die werden dann ernst genommen, eben weil sie so groß aufgezogen werden, aber an sich hast du dann wieder dieses, oh ja, da sind gerade im Off-Ton einfach unten drunter drei Awards verliehen worden, ohne dass es jemand mitbekommen hat und die Hälfte der Zeit ist eh Werbung. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass das überhaupt irgendjemand ernst nimmt. Weil ohne, dass ein Award ernst genommen wird, interessiert es eigentlich keinen. Also für mich steht und fällt das damit, wie ernst nimmst du das selber. Wenn du diese Nummer selber nicht ernst nimmst, kann ich auch nicht erwarten, dass andere sie ernst nehmen. Aber mir geht es gar nicht so sehr um dieses ganze physisch-logistische, also ob wir jetzt mit einer Bühne arbeiten oder ob wir es im digitalen Raum beibehalten. Für mich ist zum Beispiel eine häufige Kritik bei Awards ist ja immer, man sollte niemals die Zuschauer entscheiden lassen, weil es dann immer so ein Popularitätswettbewerb ist. Aber ich frage mich halt, was ist die Alternative? Also, dass man eine Jury aufstellt? Ja, ist halt immer schwer. Also ich finde, wenn man das in so einem Rahmen von quasi jetzt, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen eine Awardshow, dann würde ich sagen, dass wir versuchen, neben uns hauptsächlich Leute in die Jury mit reinzuholen, denen wir zwar vertrauen, aber von denen wir vielleicht sogar wissen, dass sie eine ganz andere Meinung und eine ganz andere Perspektive mit reinbringen, damit du einfach einen möglichst großen Pool an Leuten hast. Und ich glaube, selbst dann müsste man einfach mal überdenken, wie man Awardshows macht, weil selbst dann in der Jury hast du immer das Problem, ich kenne das halt auch von Erzählungen von anderen, nicht jeder hat immer alles gesehen oder alles gespielt. Und bei Filmen ist es noch relativ einfach. Dann kannst du halt den Leuten, hier ist ein großer DVD-Case mit allen nominierten Sachen. Guck das einfach mal kurz durch an einem Wochenende. Setz das mal bei Spielen um, meine Fresse. Oder selbst auch bei Animes. Dann bist du halt pro Sendung 8 bis 16 Stunden oder so, je nachdem, wie lang die dann wieder sind oder sonst was. Das ist halt immer so das Problem. Du musst nicht nur die Leute finden, sondern die müssen alle auf demselben Stand sein und alle nominierten Sachen halt gesehen haben.
Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, wie man auch diese Prämissen quasi in seine Beurteilung mit reinbringt. Also, dass man sagt, okay, wir berücksichtigen, wir haben vielleicht drei Leute, die haben alles gesehen, wenn wir jetzt daran denken, dass du, ich und Cliff und vielleicht sogar Katar noch alle den Anspruch haben, irgendwie alle Anime aus einer Season zu gucken. Und wir holen uns dann pro Genre irgendwelche Experten dazu. Von wegen, hier ist der Cute Girl Slice of Life Experte, weißt du, hier ist der Mecha-Expertin oder was auch immer. Guck mal, mir geht's darum, mir fehlt die Kreativität, an einem schlauen System zu arbeiten, dass man sagen kann, okay, das ist natürlich ist das keine objektive Awardshow oder so, sowas gibt's natürlich nicht, aber das ist ein System, das könnte in seiner Organisation in dieser Art und Weise funktionieren. Also das fände ich dann schon wieder besser, wenn man sagt, okay, du hast halt ein Grundteam aus Leuten, die halt wirklich alles, also bei Anime kann man ja zumindest noch sagen in der Season, dass man das irgendwie macht, dass man das sieht. Bei Spielen ist es jetzt schon wieder unmöglich. Da müsste man im Vorfeld zumindest eine feste Liste von Nominierten irgendwie machen. Und selbst dann ist es halt schwer, wie machst du die Nominierten? Also da sollte, glaube ich, dann jeder eine Liste mitbringen von so und so viel Titeln, die er nominiert. Und die müssten dann alle in diesen Jurys dann halt immer gespielt haben. Das heißt, du hast dann irgendwie den Award für das, keine Ahnung, beste RPG und alle nominierten Sachen müssten dann alle, die da mitmachen, gespielt haben, beziehungsweise die Person, die mit reinkommst. Aber wie gesagt, bei Spielen ist es halt wieder echt, der Zeitaufwand ist einfach nicht, da weiß ich gar nicht, wie man das irgendwie machen kann. Also ich merke das ja selbst, wenn du diese Giant Bomb Game of the Year Diskussion, die ich ja noch mit am besten finde, weil die dann halt wirklich sich hinsetzen und das dann Ganze diskutieren. Da hast du auch mal das Problem, sobald da zwei, drei Leute sitzen, die irgendeinen Titel nicht gespielt haben, hat der es schon viel schwerer irgendwie in Runden weiterzukommen, einfach weil du teilweise nur eine Person hast, die dafür spricht, und wenn die einfach nicht die vehementeste, egoistischste, narzisstischste, stärkste verbale Person überhaupt ist, dann kommt der Titel gar nicht durch. Ja, ich verstehe deinen Punkt, aber das Problem an so einem Diskussionsformat ist, Leute stehen auf Awards, Leute stehen auf Preise, Leute stehen auf Platzierungen vor allem, so Dritter, Zweiter, Erster. Und sowas hast du mit einer Awardshow eher, also in so einem kleinen Rahmen, als wenn wir jetzt so einen 3 Stunden, 4 Stunden irgendwie Podcast zu einem Bereich machen würden. Und mein Ding ist eigentlich wirklich, der Grund, warum ich das machen will, ist jetzt nicht nur, um Crunchyroll Deutschland 1 auszuwischen, sondern weil ich mir auch denke, ey, wenn wir das gut genug vielleicht so zweimal durchziehen in 2 aufeinanderfolgenden Jahren, kommen vielleicht von außen irgendwelche Gönner und sagen so, ey, wir mögen, wie ihr das so durchzieht, wie wär's, wenn ihr das mal auf einer großen Bühne irgendwie präsentiert? Und dafür finde ich, dass es notwendig ist, dass wir uns an sowas mal versuchen. Und ich frage, Katha, was ist das, was dich an Awardshows am meisten ankotzt? Und was ist das, was dir fehlt? Also, was mich persönlich ankotzt, ist, dass irgendwie die Sache ist halt jetzt zum Beispiel bei den Crunchyroll Awards war es einfach, ich hatte sowieso keine Ahnung von den Sachen, die da nominiert waren. Aber weißt du, dann sind da solche Sachen, dann ist da Midoriya nominiert und dann ist da Todoroki nominiert, aber Bakugo ist natürlich nicht nominiert. Und ich denke mir so, boah, immerhin hatten die manuelle Wahl, dann habe ich das gemacht, was ich jetzt rückblickend bereue, weil ich mit Todoroki nicht sehr zufrieden war und lieber Midoriya unterstützt hätte. Aber das ist halt irgendwie die Sache, die Frage ist halt, was will man? Will man halt quasi das für die Community machen, was ja dann der Crunchyroll-Aspekt, schätze ich mal, ist? Oder will man ein Spektakel? Und will man sich irgendwie auch, ich weiß nicht, das klingt jetzt blöd, aber halt sich selber feiern irgendwie? Also will man einfach. Ja, nur, Mann! Genau! Und das ist es halt. Und dann muss man halt gucken, wie man das aufzieht. Und ich weiß nicht, was mich halt persönlich ankotzen würde irgendwie, ist halt, wenn es dann halt darauf hinausläuft, das waren doch die vorletzten Awards, wo einfach alles Yui on Ice ist. So. Und das, ja. Nee, das will ich nicht, so. Nicht mehr Yuri on Ice. Aber das ist halt der Punkt, ich würde auch niemals, also zumindest nicht in 100%iger Kapazität, die Zuschauer irgendwelche Preise entscheiden lassen, weil das ist ja das, was jeder macht, weißt du, damit kannst du dich nicht abheben. Mein Ding ist, wir brauchen ein System, das zum einen eine kompetente Jury einbindet, aber auf der anderen Seite müssen die Zuschauer auch Bock haben, sowas gucken zu wollen. Und dafür fehlt mir die Kreativität, mir da ein schlaues System auszudenken. Also, was ich auf jeden Fall machen würde, wäre ein Publikumspreis. Ich glaube, damit könnte man halt diesen Publikumsaspekt sehr gut komprimieren. Quasi so eine Teilnehmerurkunde, so aus Mitleid. Ja, genau.
Boah, wir machen das aber, wir machen das aber anders. Wir übernehmen hier das aus der, was war das, die zweite Runde aus Liars Game. Das ist gewinnt der Titel. Die Minderheit gewinnt der Titel, der am wenigsten gewählt wurde, gewinnt. Ja, so und dann mal sehen, wie Leute dann daraufhin wählen, um das irgendwie nach vorne zu bringen, was sie haben möchten. Oh, das war, der Herzen, by the way, so quasi. Ja, erstens war das übrigens mein Lieblingsspiel bei Liar Game, also Props an Björn, dass er das beste Spiel als Beispiel gebracht hat. Aber das wäre mal ein Ansatz, dass man vielleicht wenigstens für eine Kategorie so sagt, dass man die Zuschauer quasi ein bisschen reinlegt, dass man sie halt wählen lässt und dann am Ende sagt, ha, das war eigentlich der unpopulärste Titel-Award, den wir hier abgestimmt haben. Das war, ich meine, ganz ehrlich, wer will uns zur Rechenschaft ziehen, wenn wir die Zuschauer verarschen? Jetzt mal Hand aufs Herz, keiner von uns macht Geld damit. Ja! Und genau das ist mein Ziel, dass wir so Stefan Raab-mäßig das Format irgendwann verkaufen können. Ich denke an die monetäre Zukunft von Unlimited Ammo. Wenigstens so, einer. Das ist meine. Immerhin, Alter, von euch habe ich dahingehend noch gar nichts gehört. Ja, aber Ich hab auch so ein bisschen mit Martin darüber gesprochen und der meinte auch, dass wir es definitiv in irgendeiner Form versuchen sollten. Da habe ich mich halt gefragt, so ein Jahres-Award-Dingen ist ja halt schon wirklich, wirklich umfangreich und kompliziert. Ob ihr nicht der Ansicht seid, dass es irgendwie sinnvoller wäre, wenn man sagt, man teilt das irgendwie in so eine 6-Monats-Liste auf oder dass man tatsächlich sagt, ey, wir sollten den Anspruch haben, das für, also in einem sehr kleinen Rahmen, aber dafür dann irgendwie pro Season zu versuchen. Boah, ich weiß ja nicht, ob das dann so gut zieht, ne? Weil dieses immer Anime of the Season klingt halt nicht so geil wie besten Anime Awards 2018. Mhm. Aber guck mal, mein Ding ist, ich hasse Leute, die immer nur über Sachen meckern, aber dann nichts tun, um es besser zu machen. Weißt du, dieses Ganze hier, war das nicht bei Nino so, als er seine Jahres-Awards oder Liste da rausgehauen hat und alle heulen, wo ist denn One Piece und so weiter und alle Welt zerreißt sich sein Maul über diese Liste und so. Und ich denke mir, ja okay, das ist halt eine Liste von vielen, so, warum misst ihr dem so viel Bedeutung zu? Dann macht doch was Besseres. Und das ist mein Anspruch, Mann. Ja, aber das wirst du ja nicht. Also ich meine, die Leute ärgern sich nicht darüber, weil sie die Liste komisch finden, sondern weil sie in ihrer Meinung nicht bestätigt wurden. Das ist ja dann so. Ja, aber aber jeder weiß, dass die Meinung der Mehrheit nichts wert ist. um die Simpsons zu zitieren, Demokratie funktioniert einfach nicht. Deswegen wäre ich für eine totalitäre Awardshow bei uns. Okay, Max, hast du dabei, ja, gut. Nein, das ist auf jeden Fall das, was mich gerade beschäftigt und da wollte ich einfach eure Meinung zu hören. Ja, Max, wie sieht es bei dir aus? Was ist denn deine Meinung zu so Awardshows, was sie gut machen, was sie schlecht machen? Ich versuche die ganze Zeit drüber nachzudenken, aber ich habe einfach nur, ich blanke einfach. Die einzige Awardshow, die mir einfällt, sind halt die Video Game Awards und das, sowas können wir halt nicht machen. Aber Hydro Man. Ich weiß nicht. Jetzt speziell für Anime, da kenne ich mich halt auch nicht aus, deswegen fällt mir da jetzt nicht so viel ein. Aber wir sollten, glaube ich, es wäre schon förderlich zu versuchen, sowas vielleicht irgendwann mal auf die Beine zu stellen, einfach weil das verdammt cool wäre. Aber das finde ich, ich bin da einfach nur jetzt Motivation. So, ja, cool, machen wir. Geht schon. Das ist mehr als Björn beigetragen hat. Das finde ich gut, Max. Sowas nehme ich gerne an. Dann dahingehend auch die Frage an die Zuhörer dann auf jeden Fall. Wenn ihr eine Idee habt für ein kreatives Award-Format, an das wir hier gar nicht überhaupt denken konnten, dann wäre es sehr interessant, wenn ihr das in den Kommentaren da lässt. Also diesmal zählen die Kommentare wirklich. Ja, und also übrigens nur so das Kleingedruckte, alle Ideen, die ihr reinschreibt, sind unser geistiges Eigentum und können von uns weiterverkauft werden, ohne dass ihr irgendwelche Royalties davon seht. Danke sehr. Das ist es, genau. Wir werden den Kommentar danach löschen und jegliche jegliche Verantwortung leugnen. Ja, aber das wär's von meiner Seite. Alles klar, also gibt's sonst noch jemanden, der da was zu sagen möchte? Nicht alle auf einmal. Das Ziel muss es auf jeden Fall sein, dass wir irgendwie ein Format haben, wo wir alle Anzüge tragen. Das muss das Ziel sein. Alles klar.